Adjutant, Plünderer Trupp. Moment mal, Esther hier habe ich anscheinend noch nicht beseitigt. Okay, das hier muss es sein. Lisa, ich werde dich retten. Sie muss irgendwo hier draußen sein. Komme ich da rein? Nicht aufzukriegen. Okay, wo bist du, Kleiner? Lisa, wo bist du? Verdammt, du musst hier doch irgendwo sein. Okay, Spuren, Vorngröße. Vielleicht Lisas, könnten ihre sein. Spuren führen die Straße runter. Lisa, verdammt, wo bist du? Du musst hier doch irgendwo sein. Okay, also die Spuren führen hier lang. Hier durch, ja. Ja, das geht. Hier drin. Hier lang. Sie ist irgendwo hier lang.
Lisas Handschrift? Ich will vergessen. Es klingt wie etwas, das ich schreiben werde. Ich wollte mal sehen, was der Faulpelz so treibt. Wie geht's, Boozman? Ist dir nicht langsam langweilig? Mann, Boozer. Hey. Du darfst hier nicht rein, Deacon. Hey, was komm, ist hier los? Wie Deacon. Geht's ihm? Er braucht Ruhe. Verarsch mich nicht, Eddie. Ich will wissen, wie es ihm geht. Mir geht's gut. Nicht gut. Mann, ist das kalt. Aber ich habe das Antibiotikum nicht. Nicht genug. Das reicht nicht. Moment mal, du sagtest, wenn ich... Ich sagte,
Wir versuchen es. Jetzt können wir nur warten. Okay. In Ordnung. Nein, es muss noch irgendetwas geben, das ich tun kann. Ich könnte... Was? Du willst was kaputt hauen, ich sehe es in deinen Augen. Aber weißt du was? Mach das ruhig. Aber da draußen... Eddie, ich kann... Deke, mehr kannst du hier wirklich nicht tun. Bitte, geh nach Hause. Du schaffst das. Geh nach Hause, Deacon. Deke. Und schafft er es? Ja, Schizo, er wird wieder. Er braucht nur ein paar Tage. Komm mit mir zu Lodge. Ich will dir was zeigen. Ich hab zu tun. Ich riskiere hier meinen Kopf. Vertrau mir. Das willst du garantiert sehen. Hör mir zu. Vor ein paar Monaten kam dieser Drifter ins Camp und erzählte mir alles Mögliche. Dass er in Farewell am Flughafen gearbeitet hat, beim Bodenpersonal, als alles losging. Eines Abends haben sie ein Flugzeug aus Portland erwartet. Aber das kam nie an. Das Flugzeug hat was fürs Rote Kreuz transportiert. Das Rote Kreuz? Ja, kapierst du? Medikamente, Ärzte-Scheiß, ein ganzer Frachtraum voll. Vielleicht auch diese Anti... was auch immer. Antibiotika. Ja, genau sowas. Genau sowas. Wo? Hey, nicht so laut. Lass uns drinnen reden. Dieser Drifter, er arbeitet im Kontrollturm, als der Flieger vom Radar verschwindet. Puff, gerade noch da, plötzlich weg. Und zwar genau hier. Südlich von Mount Washington. Das hat er gesagt. War fast unversehrt. Ein kontrollierter Crash oder sowas. Die mussten mit anhören, wie der Pilot verblutet. Er hatte sich das Becken gebrochen. Okay, ihr habt also niemanden da rausgeschickt. Nein. Wieso nicht? Weil der alte Mann nicht wollte. Iron Mike war... ja, Ripper. Du lernst schnell. Alles westlich vom Iron Ridge hier gehört Carlos und seiner Truppe kahlköpfiger Freaks. Shit. Was passiert wohl, wenn sie dich schnappen? Fahr nach Norden, Bruder. Sonst stürzt Iron Mikes Vertrag mit Rest in Peace ab. Ja, schon klar, verstehe. Eine Frage noch. Warum erzählst du mir das? Oh, halt. Einen Scheißdreck erzähle ich dir. Merk dir das. Außerdem bist du ein Scheißdrifter. Was erwartest du? Soll ich hinter dir herlaufen wie ein Hündchen, dir den Arsch retten? Na gut. Ich hab zu tun, okay? Verstehe. Du bist eben ein aufrichtiger Kerl, richtig, Schizo? Ich will einfach nur überleben. Wie alle anderen auch. Hey. Wir tun, was wir können. Am Ende ist das alles, was wir haben. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe sehr gut, Schizo. Halt das Funkgerät bereit. Ich melde mich. Ja, Schizo, auf dich.